Ein herzliches Hallo aus dem Kanal 3 Obersteiermark Studio. Ich begrüße Sie aufs Allerherzlichste zu unserer aktuellen Sendung. Was, wann, wo im Murtal passiert und natürlich warum, das erfahren Sie bei uns und gestartet wird nach einer kurzen Themenübersicht. Wir haben Infos zum mobilen Taschenbecher, besuchten das Oktoberfest bei Trachtenmode Anita Schaffer in Judenburg, waren bei der großen Krampus- und Berchtenausstellung in Spielberg, besuchten die Eröffnungsfeierlichkeiten der neuen Zufahrtsstraße der Stadtwerke Trofeiach und waren beim Herbstfest in Spielberg. Dass Rauchen ungesund ist, das wissen wohl die meisten von uns. Und für unsere Umwelt sind die unsachgemäß entsorgten Zigarettenstummel ein Problem. Taschenbecher sollen sich diesem Problem annehmen. Eine Aktion von Sachs der Region. Danke, dass ihr alles für eine saubere Region. Zigarettenstummel benötigen ca. 10 bis 15 Jahre, bis sie natürlich verrotten. Diesem Problem hat sich das Team der Innovationsregion Murtal rund um Geschäftsführer Christian Reiner nun angenommen. Beim Projekt Sachs der Region wurde das häufig erwähnte Problem der störenden Zigarettenstummel aufgegriffen. Als erster Ansatz zur Problemlösung und Sensibilisierung wurde ein mobiler Taschenbecher für die Raucherinnen und Raucher angedacht. Wir möchten damit auf der einen Seite den Raucherinnen und Rauchern das schlechte Gewissen ein bisschen nehmen, dass sie auch mit einem mobilen Taschenbecher etwas zum Umweltschutz beitragen können. Gerade im städtischen Bereich ist es ja so, dass uns diese Chick-Stummel, wie sie so langläufig heißen, immer wieder negativ auffallen. Und mit diesem mobilen Aschenbecher kann man seine letzten Rauchutensilien noch ganz sicher verpacken und dann zu Hause oder bei einem Müllkübel dann entsorgen. Mit dem handlichen mobilen Aschenbecher kann man die Zigarettenstummel sicher verpacken und dann umwelt- und fachgerecht bei einem Mistkübel entsorgen. Das trägt maßgeblich zu einer sauberen Region bei. Ja, die Zigarettenstummel sind immer Thema. Also die Raucher wissen natürlich oft nicht, wo sie die Zigarettenstummel hinwerfen sollen, gerade vor den Geschäften. Wenn man reingeht in ein Geschäft, ist es oft ein Thema. Dieses Thema wollen wir angehen, gerade auch vor dem Umweltgedanken. Knittelfeld hat sich ja dem Umweltschutz verschrieben und das ist sicher ein wichtiger Punkt, den wir angehen wollen. Die erste Anlaufstation ist die Knittelfelder Trafik Bruno Kröminger. Weitere Ausgabestellen sind angedacht. Stressfreier Genuss und eine saubere Region sind das Ziel der mobilen Taschenbecher, eine Projektidee von Sachs der Region. Weitere Infos auf der Homepage der Innovationsregion Murtal, auf Facebook oder gleich eine Idee in die dafür vorhergesehenen Boxen bei den Gemeinden deponieren. Mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union. Dass Lederhose und Dirndl keine Ausnahmeerscheinung im österreichischen Modehimmel sind, ist bekannt. Wie schön Tracht sein kann, das hat uns Anita Schaffer gezeigt beim Oktoberfest samt Herbst- und Wintermodenschau. Weißwurst, Bier und Brezen, das sind die wohl legendären Zutaten eines Oktoberfests. Dann noch eine zünftige Musi und eine fesche Tracht. Und dann ist fertig. Das alles kann ich Ihnen jetzt anbieten, denn Oktoberfest ist bei Trachtenmode Anita Schaffer. Die Kundinnen und Kunden und die Gäste und die lieben Freunde, die sind bereits eingetroffen. Hier finden die Vorbereitungen für die Modeschau statt. Herbst-Winter-Kollektion, die wird uns jetzt gleich präsentiert. Weil dunkle Tage sterben nie, ich stehe auf die, weil dort ich niederhorn. Ich kann nie bis zum Mond drauf leeren, weil große Töchter und der Söhne regieren. Also Herren und Damen, bunt gemischt. Ich frage gleich einmal, hat es Ihnen gefallen? Ausgesprochen gut. War super, muss ich sagen. Besonders gefreut hat mich das, dass Kunden das vorführen. Ja, war super schön. Die Models waren bunt gemischt und man hat gesehen, sie haben eine Freude gehabt dabei und es sind alle gut bejubelt worden. Also war eine gute Unterhaltung. War irgendwas dabei, was dir gefallen hat? Ja, da war einiges dabei.
Die Mode, die Sie vorführen, die gefällt Ihnen selber auch? Ja, da aber wohl, das gehört schon mehr. Jetzt habe ich Sie gefunden, Anita Schaffer. Ein bisschen durchatmen geht's schon, ja? Komm schon langsam wieder in die Gänge und herunter, ja genau. Aber ich bin so froh, dass ich ein volles Haus habe, das macht Spaß. Wunderbare Kleider habe ich gesehen. Es ist ja ein Favorit gar nicht herauszusuchen, aber was sind denn so die Trends für den Herbst und für den Winter? Ja, ist wirklich schwer zu sagen, weil ich habe so viele Modelle, ich habe so viele Firmen in meinem Geschäft und sie kommen alle sehr gut an. Es ist natürlich jetzt sind die Strickteile, die Walkteile, die was boomen, die gedeckten Farben. Maisgelb darf nicht fehlen, Beere darf nicht fehlen. Ein buntes Farbenmuster haben wir heuer. Das ist der richtige Zeitpunkt, glaube ich, um Danke zu sagen. Ich bin so stolz und ich habe eine ganz große Freude, dass meine Models zu 97% ganz gute Kundinnen von mir sind und Kunden, die immer wieder gern zu mir kommen, die wir einfach gern mitmachen. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von der Modeikone Vivienne Westwood. Und die muss es wissen, denn sie sagte, in einem Dirndl ist jede Frau schön. Dem kann ich mich nur anschließen. Wünsche Ihnen in diesem Sinne noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Molochsbrut. Der Name allein klingt schon schaurig genug. Und dass es sich dabei um einen Krampusverein handelt, macht die Sache nicht besser. Gleich 40 Krampus- und Berchtenvereine haben die Spielberger eingeladen zu einer Ausstellung, die zum Fürchten war. Schaurige Gestalten mit Glockengeläut schleichen bald wieder durch die Gassen. Die Rede ist von Krampus und Nikolaus und von den Berchten. Noch bevor die zahlreichen Veranstaltungen beginnen, gibt es nun bereits zum 5. Mal die Krampus- und Berchtenausstellung der Molochsbrut in Spielberg. 40 Vereine präsentieren sich vor Ort. Aus ganz Österreich ist man angereist. Mehrheitlich Krampusse. Wir sind definitiv Krampus. Aufgrund alleinig schon vom Erscheinungszeitraum, alles was in der Vorweihnachtszeit ist, von 11.11. bis 21. Dezember, also bis 20. Dezember, treten wir auf, also sind wir Krampus. Ich selber mache das Ganze schon seit 17 Jahren und habe irgendwann gesagt, so, mir reicht es, ich will irgendwo meinen eigenen Verein, ich will meinen eigenen Ideen umsetzen. Haben wir dann ein paar Leute dazu gesucht und daraus sind die Rotzbuben entstanden. Die schaurigen Masken fanden großen Anklang bei den Besucherinnen und Besuchern. In Handarbeit geschnitzt und in stundenlanger Kleinarbeit werden Masken und Larven gefertigt. Die Veranstalter organisieren die Ausstellung in erster Linie für die Besucherinnen und Besucher, aber natürlich auch für die Gruppen untereinander, um sich auszutauschen. Aber wie wird man überhaupt Obfrau eines Krampusvereines? Es war vor 7 Jahren, da war ich bei einem anderen Verein und da hat mich eine Freundin einmal gefragt, ob ich nicht dazugehen will. Und ich bin dort noch eine Feierspuckerin gewesen, was ich jetzt nach wie vor noch mache. Und ja, und vor 6 Jahren haben wir ungefähr unseren eigenen Verein noch gegründet. Feuerspuckerinnen, Nikolaus und eben Krampusse sind im November und Dezember jedes Wochenende unterwegs. Dies mit großem Aufwand verbunden, es heißt einpacken, anreisen, verkleiden, auftreten. Und so wie bei jedem Hobby steckt auch bei den Krampus- und Berchtenbegeisterten eine Passion dahinter. Und uns ein bisschen zum Fürchten bringen, das ist sicherlich auch ein kleiner Ansporn. Zwischen allem ist Wahrheit. Unter diesem Motto schickt das Deo Oberzeiring wieder 6 Stücke an den Start und will die Besucherinnen und Besucher begeistern. Auf welche kulturellen Leckerbissen sie sich freuen dürfen, wir haben die genauen Infos. Dass zeitgenössische Kunst in Form von Theater auch am Land funktioniert, beweist das Theo Oberzeiring seit fast 30 Jahren. Mit dem Rückenwind einer sehr guten Bilanz des Vorjahres startet das Theater in eine starke neue Saison. Wahrheit ist als zentrales Thema in allen Stücken verankert. Das ist einfach ein Thema, das uns seit der Antike verfolgt, weil das Zitat zwischen allem ist Wahrheit, ist ja mehr als 2000 Jahre alt, stammt von Sophokles aus der Antike des Sophokles. Und wir haben das verwendet heuer für unser Spielzeitmotto
Und die Stücke befassen sich auch weitgehend mit diesem Thema, was ist wahr, was ist unwahr, wie gehen wir mit Wahrheiten um, wann ist es notwendig, vielleicht auch einmal aus einer Not heraus nicht die Wahrheit zu sagen. Und das wird Thema des Jahres sein. Gestartet wird am 6. November mit der französischen Komödie Monsieur Pierre geht online. Die Tragikomödie Der Panther greift Themen wie das Altern und die Liebe auf. Mit Der Himmel über Lima kann man sogar in die spanische Literaturgeschichte eintauchen. Insgesamt stehen 6 neue Eigenproduktionen auf dem Programm. Wir wollen ein möglichst breites Publikum ansprechen. Da müssen für viele Schichten Dinge dabei sein. Wie gesagt, es beginnt mit Komödie. Es gibt was für Kinder, eben Pippi Langstrumpf. Und ja, es gibt Literatur mit Martin Walsers, das fliehende Pferd, ein fliehendes Pferd. Und es geht hin bis zu Roman- und Filmadaptionen, die wir für unser Theater hier speziell bearbeiten und erarbeiten. Also es wird ein schöner, bunter Strauß sein. Das schwarze Schäfchen bildet den krönenden Abschluss eines zeitgenössischen, abwechslungsreichen Theaterspielplans auf höchstem Niveau. Im Abfallsammelzentrum Trofeiach fand anlässlich der Eröffnung der neuen Zufahrtsstraße eine Feierlichkeit statt. Im Zuge dessen wurde ebenfalls 70 Jahre Abfallwirtschaft gefeiert und das neue Abfallsammelfahrzeug eingeweiht. Die langersehnte Zufahrtsstraße zum Abfallsammelzentrum in Trofeiach ist Realität geworden. Das Projekt war mit großen Herausforderungen verbunden. Daher war man umso glücklicher, die neue Umweltstraße endlich feierlich eröffnen zu können. Jetzt bin ich heuer 10 Jahre Bürgermeister und mein Vorgänger hat an dem Projekt schon gearbeitet und es ist uns Gott sei Dank vor 2 Jahren gelungen, das notwendige Grundstück zu erwerben, das ja mitten durch eine landwirtschaftliche Fläche geht, war nicht ohne, aber es ist Gott sei Dank gemeinsam gegangen mit den ehemaligen Besitzern und wir haben jetzt das umsetzen können. Und da haben viele mitgeholfen, viele Anrainer, viele aus unserem Team, aus unseren Mitarbeitern, aber auch die Politik hat eine zukunftsfitte Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung war dringend notwendig. Ja, die Anlieferungen haben eigentlich in den letzten Jahren, speziell seit der Gemeindefusionierung, ständig zugenommen. Wir sprechen hier beinahe von einer Verdoppelung der Anlieferungen. Und es war einfach für die Anrainer beim Main-Krumweg nicht mehr zumutbar, weil die Frequenz des Verkehrs so zugenommen hat und da wollte man einfach eine Entlastung schaffen. Die neue Straße stellt aber nicht nur für die Anwohnerschaft, sondern auch für die Mitarbeiter der Stadtwerke Trofeiach sowie für die Bevölkerung eine Erleichterung dar. Im Zuge der Feierlichkeit blickte Trofeiach auf 70 Jahre Abfallwirtschaft zurück. Man ließ diese Zeit, die gesetzlichen Entwicklungen sowie den technologischen Fortschritt Revue passieren. Ein Highlight der Veranstaltung war auch das neue Abfallsammelfahrzeug, das eingeweiht wurde. Genau, da steht in voller Pracht hinter mir. Das alte Müllauto hat nach ca. 12 Jahren jetzt wirklich ausgedient. Wir haben ein Müllauto mit neuester Technologie, mit besten Emissionswerten anschaffen können und freuen uns oder hoffen, dass das Auto mindestens wieder 10 oder 12 Jahre bei uns im Einsatz ist. Einzigartig ist der Hinweis am Heck des neuen Fahrzeuges, welcher die Bevölkerung über den aktuellen Stand des Restmüllaufkommens informiert. Alles unter dem Motto Trofeiach nimmt ab. Vor wenigen Tagen startete die SPÖ Steiermark offiziell in den Wahlkampf. Im Zuge der Schickhofer-Tour wurde auch in Spielberg Halt gemacht und bei einem Herbstfest das Programm für die Landtagswahl am 24. November präsentiert. Unter dem Motto Schichtwechsel startet die SPÖ Steiermark in den Wahlkampf und zwar mit Landeshauptmann-Stellvertreter Magister Michael Schickhofer als Spitzenkandidat. Und dieser machte kürzlich im Zuge seiner Tour beim Herbstfest in Spielberg Halt. Ja, ich freue mich natürlich, dass unser Spitzenkandidat, Landeshauptmann-Stellvertreter und unser Parteivorsitzender Michael Schickhofer heute hier ist. Und die Menschen, die vielen, die jetzt gekommen sind, sind schon ganz gespannt auf sein Referat. Natürlich sind sie auch gespannt auf die Kandidaten aus der Region Obersteiermark-West, sprich Mura und Murtal. Und wir werden hören, was es jetzt in Zukunft braucht für die Region. Gemütlich bei Sturm und Maroni blickte man nicht nur in die Zukunft, sondern auch auf das, was bisher in der Region erreicht werden konnte.
Uns ist es als Region extrem wichtig, Michael Schickhofer bei der Landtagswahl zu unterstützen, weil Michael Schickhofer uns die letzten 5 Jahre extrem unterstützt hat. Viele Projekte in der Region, wie zum Beispiel der neue Hauptplatz, die Nightline Murtal, der Kindergartenausbau, all das wäre nicht ohne die Unterstützung von Michael Schickhofer möglich gewesen. Und so hofft die steirische SPÖ, den gemeinsamen Erfolgsweg nicht nur im Murtal, sondern im gesamten Bundesland fortzusetzen. Ja, ich liebe es natürlich einfach im Eichfeld und in der Region Obersteiermark-West zu sein. Wir haben ja die Ärmeln richtig hochgekrempelt und der Region Zuversicht gegeben, investiert, gebaut. Und jetzt geht es mir darum, dass wir das auch morgen und übermorgen fortsetzen, diesen gemeinsamen Erfolgsweg. Magister Schickhofer stellte das Wahlprogramm zur Landtagswahl vor. Zentrale Themen, die der SPÖ besonders am Herzen liegen, sind unter anderem Klimaschutz für eine lebenswerte Zukunft, Pflege für ältere Menschen und leistbares Wohnen. Die Stärkung der Region Obersteiermark-West soll weiter forciert werden. Es gibt die verschiedensten Vereine, beispielsweise Jugend, Musik, Kultur oder Sportvereine. Im Murtal haben wir jede Menge davon, aber wie viele sind es genau? Wir haben wieder gefragt in unserem Besserwisser-Check. Wie viele Vereine gibt es im Murtal? Ja, sehr viele. Warten Sie mal. Sicher 50. 30. Ja, 200 denke ich mir schon. Sehr viele. Das weiß ich noch aus meiner aktiven Kölner Zeit. Also, wie viel kann ich nicht sagen, aber es sind sehr, sehr viele. 200. Ungefähr. Ich glaube, mehr wird es nicht. Wird so um die 200 sein. Schwer zu sagen. 50. Ja, wir haben wieder ein tolles Programm vorbereitet. Das fängt schon am Freitag an mit den Volksschulkindern. Die haben immer eine Überraschung parat und haben ja auch dieses Ein-Ober-Lied hoffentlich wieder vorbereitet, weil das ist ja wunderschön. Und dann geht es am Samstag gleich los. Wir haben mit dem AGV Stahlklang, dann ist der Trachtenverein dabei. Wir haben wieder eine Modenschau um 14.30 Uhr. Es kommt das Christkind, Rudi das Rentier. Also es wird richtig weihnachtlich, obwohl wir jetzt da vor prächtigem Wetter stehen. Ich hoffe, dass da Stimmung aufkommt. 6 Wochen vor Weihnachten, optimale Zeit, um einzukaufen, um vielleicht die eine oder andere Überraschung schon vorzubereiten für Weihnachten. Ich glaube, das passt und wir haben tolle Aussteller wieder hier bei uns. Und ich glaube, es zahlt sich aus, wenn man vorbeikommt. Wir sind voll, also die Tennishalle und das Foyer sowie der Vorplatz werden sicher schön gestaltet werden. Und ich glaube, es wird wieder ganz eine liebe, traditionelle Herbst-Ein-Ober mit Flair für die ganze Familie. Kultur im Zentrum Spielberg. Das neue Herbstprogramm präsentiert Ihnen Kulturleiter Rudi Weißenbacher. Der Johannes Silberschneider war des Öfteren schon bei uns zu Gast und wird am Donnerstag, den 31. Oktober ab 20 Uhr, wieder mal hierher nach Spielberg kommen, und zwar mit den Grazer Stuben Jazz. Ja, und seine Mimik und seine Ausstrahlung zeigt, was der drauf hat, der Schauspieler. Und ja, er wird mit Stuben Jazz bei uns gastieren und wird seine Mundart und seinen Gesang bringen. Also so wie du freue ich mich auch ganz besonders auf diesen Abend, weil es wirklich eine spannende Geschichte wird und vor allem sehr interessant. Die neue CD von den Seetalern ist da.
Mit dabei sind 16 musikalische Leckerbissen. Präsentiert wird sie am 8. November im Oberweger Stadl in Judenburg und am 9. November im Veranstaltungszentrum in Reichenfels. Karten gibt es bei den drei Musikern, der Freiwilligen Feuerwehr Reichenfels und im Tourismusbüro Judenburg. Die Seetaler freuen sich auf euch. Das Leben in einer Zeit des Abschieds. Das Kinderhospiz Sterntalerhof stellt sich vor. Am Mittwoch, dem 10. Oktober ab 18.30 Uhr in der Zeremoniehalle der Bestattung Judenburg. Der Eintritt ist kostenlos. Willkommen im Haushaltsparadies Casa Bugatti in Zeltweg, der ersten Adresse für Küchen, Haushalts- und Elektrogeräte. Bei uns finden Sie Wohnaccessoires und Eyecatcher, alles rund ums Thema Küche, eine große Auswahl an Elektro-Großgeräten sowie spannender Unterhaltungselektronik in führender Markenvielfalt und Qualität. Es lohnt sich, vorbeizuschauen in die Tischlerstraße 26 bei Casa Bugatti in Zeltweg. Und jetzt zu unseren Angeboten der Woche. Braun BR 750 Haarbürste um 19,90 Euro. Braun SD 780 Haarglätter um 49,90 Euro. Der GVC Smart TV 55 VU 950 LED 55 Zoll 4K HD um 499 Euro. Und der Melitta Kaffee-Vollautomat Caffeo Solo um 249 Euro. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive. Das Basis-HD-Paket jetzt neu im Netz der Stadtwerke Judenburg AG. Dieses HD-Paket gibt es um 7,90 Euro im Netz der Stadtwerke Judenburg AG. Herzlich willkommen bei Autoreiter. Unsere Werkstätte für alle Marken. Wir spänkeln und lackieren in Top-Qualität. Ob neu oder Gebrauchtwagen, wir sind gerne für Sie da. Wir restaurieren auch Ihren Oldtimer in Spitzenqualität zum fairen Preis. Eine starke Kombi, das schärfste Bild und das schnellste Netz der Region. Mit unseren Fiber-Kombi-Paketen. 50, das Allrounder-Paket. 100, unser Bestseller-Paket. Und 200, das Power-User-Paket. Jetzt 3 Monate gratis bei Anmeldung bis 31. Jänner 2020. Alles einsteigen in das schnellste Netz der Region. Schnell, kompetent und vor Ort, so lautet das Motto der Stadtapotheke Judenburg. Diese wurde komplett erneuert und modernisiert. Wir haben alles über den Umbau und das neue Konzept der Apotheke erfahren in unserem Interview diese Woche. Musik
Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview der Woche, dieses Mal mit Herrn Magister Dr. Peter Gall, dem Inhaber der Stadtapotheke Judenburg, und mit seiner rechten Hand der Frau Miriam Kantner. Hallo, schön, dass ihr zwei Zeit für mich habt. Hallo. Ja, ich darf Sie recht herzlich in den neuen Räumlichkeiten der Stadtapotheke Judenburg begrüßen und freue mich über Ihren Besuch. Danke. Dankeschön, wir freuen uns auch. Herr Gall, Ihr Vater hat ja die Apotheke gegründet, vor einiger Zeit schon. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was über die Geschichte und die Entwicklung der Apotheke erzählen. Ja, die Apotheke wurde im Jahre 1969 von meinem Vater gegründet, quasi eröffnet. Und wir feiern heuer 50 Jahre Stadtapotheke Judenburg und haben im Vorfeld die letzten 2 Jahre den Umbau geplant und haben beschlossen, die Apotheke wieder neu zu positionieren. Und seit wann sind Sie jetzt Geschäftsführerinhaber? Wann haben Sie die Apotheke übernommen? Also ich habe die Apotheke bereits vor 15 Jahren übernommen, habe aber sehr eng natürlich mit dem Seniorchef, mit meinem Vater zusammengearbeitet. Wir waren ein gutes Team. Er war ja bis zum letzten Jahr immer geistig voll aktiv und wir haben alles gemeinsam gemanagt. 15 Jahre, eine lange Zeit. Miriam, du gehörst ja auch schon fast zum Inventar oder gehörst eigentlich dazu. Seit wann und wie ist es dazu gekommen? Also ich bin jetzt in der Stadtapotheke aktiv seit 14 Jahren. Dazu gekommen ist es eigentlich durch einen Glücksfall, jetzt im Nachhinein betrachtet. Und meine Aufgaben haben sich halt sukzessive einfach potenziert und man hat halt immer wieder neue Herausforderungen im Betrieb für mich gefunden. Du sagst ja selber oft, du bist General Managerin, glaube ich. Welche Aufgaben erledigst du? Wie schaut das aus? Ah, ist ganz unterschiedlich. Das ist auch eigentlich mit der Zeit und mit der engen Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Gall eigentlich gewachsen. Das fängt von Teamführung, Konzeptentwicklung, Marketing, die Kommunikation und die Präsentation der Stadtapotheke nach außen hin. Da kennt man halt noch eine Zeit weiter rein. Apotheke ist eigentlich ein sehr umfangreiches Anwendungsspektrum. Und Sie betonen ja immer wieder, welche große Unterstützung die Miriam für Sie ist, oder? Der Betrieb wäre ohne der Frau Kantner um vieles ärmer, weil sie einfach das Management mit dem Personal, mit den nach außen getragenen Botschaften, sprich Werbung, Marketing macht. Und sie hat also in den letzten Jahren wirklich ihr Aufgabenfeld sehr erweitert und ist momentan, kann man sagen, sehr bis fast schon zu viel ausgelastet. Okay. Heuer, Sie haben schon gesagt, 50-jähriges Bestandsjubiläum. Das hat man ja zum Anlass genommen für den Umbau. Die Apotheke wurde erneuert, modernisiert. Warum war das denn notwendig? Also man hat erkannt, dass einfach gewisse Dinge und Abläufe in der Apotheke nicht mehr zeitgemäß waren. Und daraus haben wir resultiert, dass wir eigentlich uns dazu entschließen, den Umbau zu tätigen. Es hat sich für uns ein neues Konzept erstellt. Wir wollen also noch mehr auf unsere Kunden und unsere Patienten, die dringend Medikamente brauchen, eingehen. Und wir wollen auch ein neues Konzept nach außen tragen. Die Apotheke nicht mehr nur für Kranke, die sozusagen ihre Medikamente holen, sondern als Erlebniseinkauf, als Ort, wo man Gespräche führen kann, wo man sich erkundigen kann, über Gesundheitsfragen informiert wird. Einfach ein Erlebnis in der Gesamtheit, die mit der Gesundheit zu tun hat, wollen wir nach außen transportieren. Eine Anlaufstelle für jegliche Gesundheitsfragen also. Und 5 Monate hat der Umbau ja gedauert. Was waren denn die größten Herausforderungen deiner Meinung nach, Miriam? Also die Logistik war definitiv ein Thema. Vor allem hatte diese ganze Planung bereits ein Dreivierteljahr vorher begonnen. Man muss sich im Vorfeld ja überlegen, was man eigentlich genau ändern möchte. Man muss intern die Prozesse und die Abläufe definieren, damit man eigentlich genau weiß, in welche Richtung man sich hinbegeben möchte. Das war die große Herausforderung. Und wie ist der Umbau selber verlaufen? Also wir waren eigentlich gut beraten, sage ich jetzt, beraten unter Anführungszeichen. Also wir haben mit unserem Baumeister einen Glücksgriff gehabt, der hat es sehr gut gemanagt eigentlich. Es waren 18 Firmen beteiligt an dem Umbau, die eigentlich ihre Sachen gut gemacht haben. Natürlich ein alter Umbau ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt einen Neubau herstellt. Mhm. Das war die grundsätzliche Herausforderung bei dem Ganzen. Und wie haben die Kundinnen und Kunden das angenommen, dass ihr vorübergehend in die Containerlandschaft gesiedelt seid?
Also es war natürlich eine große Frage, wie sich das bei den Kunden auswirken wird. Anfangs gab es doch einige, die, obwohl wir quasi gegenüber von der Apotheke die Container hatten, den Eingang nicht so richtig finden konnten. Da gab es also Hinweise teilweise von den Arbeitern vor Ort, als auch von uns. Aber unterm Strich darf ich mich bei allen bedanken, die das Verständnis gezeigt haben, dass wir einfach auch räumlich eingeschränkt waren. Und man muss sagen, wir sind eigentlich in der Gesamtheit der Abläufe zufrieden, dass das so funktioniert hat. Genießen natürlich jetzt die neuen Räumlichkeiten, wo wir einfach viel mehr Fläche und Angebot präsentieren können. Sie haben schon gesagt, neues Konzept, alles ist größer, schöner, moderner. Aber abgesehen davon, was ist denn noch alles neu? Also wir haben abgesehen von der kompletten Sanierung der Hausfassade mit optischer Verbesserung, Hinweisschilder, Erkennbarkeit, haben wir auch im Apothekenablauf einige Dinge verändert. Wir haben einen Kommissionierautomaten, der uns die Artikel einlagert, 15.000 Artikel, und quasi an die Tara liefert. Das heißt, wir bleiben vorne beim Kunden und laufen nicht mehr weg und holen die Dinge. Das ist das eine. Dann haben wir eine Gesundheitsdecke, wo wir übers Jahr verteilt immer wieder Verkostungen machen, saisonal bedingt, Teeverkostungen, verschiedene Fruchtsäfte, Energy Drinks, was auch immer sich gerade anbietet. Und wir haben eine digitale Sichtwahl, wo wir dem Kunden die Produkte präsentieren können. Er kann auswählen, was er gern hätte. Oft kennen Kunden nur die Optik und sehen dann erst, wie das Produkt wirklich heißt, wenn wir ihm das am Bildschirm zeigen. Mhm. Es ist also alles darauf ausgerichtet, mehr Zeit für die Kunden zu haben, näher am Kunden zu sein. Wie nehmen denn die Kundinnen und Kunden die neue Apotheke an? Eigentlich überraschend gut. Wir haben im Vorfeld uns mit dem intensiv auseinandergesetzt, haben uns bei anderen Apotheken natürlich auch erkundigt, wie das von den Kunden angenommen wird. Bei uns ist es ganz wichtig, und zwar ist es der Mix aus dem Altbewährten und aus dem Neuen. Das heißt, wir haben zwar neue Technik im Haus, aber der Kunde wird jetzt nicht mit dieser Technik überlastet, sondern er wird langsam an den Vorteil einer digitalen Sichtwahl jetzt praktisch herangeführt. Das heißt, man kann in der digitalen Sichtwahl nicht nur die Präparate aus dem Kommissionierautomat anfordern, sondern man hat auch die Möglichkeit, diese digitale Sichtwahl in die Beratung mit einzubeziehen und dem Kunden jetzt zum Beispiel die verschiedenen Packungsgrößen zu zeigen. Der Kunde sieht sofort den Preisvorteil und kann sich an der Tara entscheiden, okay, macht Sinn für die ganze Familie, ich nehme jetzt zum Beispiel die größere Packung. Also ist der Vorteil für den Kunden ist sofort offensichtlich. Und die Vorteile für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Es ist übersichtlicher geworden. Wir haben einen besseren Überblick über Abläufe. Und ich muss sagen, das Team an sich hat sich auch sehr schnell an diese neue Technik gewöhnt, was auch nicht so einfach ist am Anfang. Aber es funktioniert sehr gut und das Echo der Kunden ist dankenswerterweise sehr positiv. Und das freut uns natürlich, weil es uns zeigt, dass wir doch das richtige Konzept umgesetzt haben. Jetzt habe ich gerade ein Zeichen bekommen, dass wir schon fast am Ende angekommen sind. Zu guter Letzt habe ich noch einen Wortrap für euch vorbereitet. Ich sage ein Wort, ihr sagt mir spontan, was euch dazu einfällt. Beginnen wir mit Ihnen bitte. Kundennähe. Sehr wichtig. Kommissionierautomat. Fortschritt. Nacht- und Notdienst. Sehr bedeutend für wirklich akute Fälle. Ein Medikament. Sehr umfangreich. Sortiment. Homöopathie. Immer eine gute Alternative in der Medikation. Und zu guter Letzt, beide, Zukunft. Also ich freue mich, dass wir in den neuen Räumlichkeiten so ein positives Echo auch von unserem Team haben. Also Freude am Arbeitsplatz. Zukunft findet statt, also das haben wir jetzt eindeutig bewiesen. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für die Zeit und für den interessanten Einblick in die Stadtapotheke, in die neue Stadtapotheke, und wünsche weiterhin alles, alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank für den Besuch und weiterhin auch alles Gute für Ihren Kanal. Danke. Aus der Region für die Region. Unsere Kurznews stehen nun am Programm. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murtal. Am Freitag, den 18.10., gab es einen Tag der offenen Räume im Kraftraum in Zeltweg.
Das ist ein Ort, an dem es viel Raum gibt für Austausch, Entspannung, Spiel, Kreativität und auch praktische Wissensvermittlung. Hier gibt es auch immer wieder Workshops zu verschiedensten Themen. Beim Tag der offenen Tür konnte man sich ein Bild vom Angebotsspektrum machen und auch die Menschen kennenlernen, die dort arbeiten und wirken. Und auch in Leoben gab es einen Tag der offenen Tür. Die generalsanierte Schule und die neue Sporthalle konnten von der Bevölkerung besichtigt werden. Beim Bildungszentrum Innenstadt wurde eine Generalsanierung durchgeführt und im Zuge dessen wurde dann auch eine neue Sporthalle errichtet, um dem ständig steigenden Bedarf an Sportinfrastruktur gerecht zu werden. Das war unser Kanal 3 Obersteiermark Magazin für diese Woche. Mehr Infos gibt's auf unserer Homepage kanal3.tv und auf Social Media. Ein Blick in die Murtaler Zeitung bringt ebenfalls einen Überblick. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn Sie hoffentlich wieder mit dabei sind. Oder bleiben Sie dran, es folgt in Kürze unser Steiermark Magazin. Machen Sie es also gut, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.